Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. In Deutschland gibt es nun den E-Sports-Wettbewerb VBL Club Championship. Urheberrecht Getty Images. Der erste Meistertitel in der neuen VBL Club Championship geht an Werder Bremen. Dabei profitieren sie von der Niederlage des VfB Stuttgart. Top-Favorit Werder Bremen ist der erste Meister der VBL Club Championship. Den E-Sport-Lern des Verfolgers VfB Stuttgart reichte am Mittwoch auch der 6:3, 0:1, 2:1, 3:1 Erfolg gegen Hertha BSC nicht um den Triumph von Werders Michael Megabit Bittner und Mohamed Moaba Hakus in der Premierensaison der FIFA 1-9 Clubmeisterschaft zu verhindern, die spielfrei hatten. Werder war am Montag in der vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags gegen Schalke 04 nicht über ein 4:4, 2:4, 2:2, 1:0 hinausgekommen und hatte es damit verpasst, aus eigener Kraft den vorzeitigen Titelgewinn klarzumachen. Einzelspielertitel im Mai ausgespielt. Die Debütsaison der VBL Club Championship geht über 21 Spieltage. Die 6 besten von insgesamt 22 Teams qualifizieren sich direkt für das Einzelfinale im Mai, in dem der deutsche Meister als Einzelspielertitel ausgespielt wird. Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 müssen am 23. und 24. März in Dortmund in die Playoffs. Jede Partie besteht aus je einem Einzel auf der PlayStation und Xbox sowie einem Doppel. Für jeden Sieg gibt es 3, für jedes Remis einen Punkt in der Tabelle.